Und wir haben jetzt hier, wie man an der Optik schon fast erkennen kann, die Marke Pastel Parfum. Also bevor ihr jetzt mehrere kauft und probiert, die ineinander zu stecken, das geht leider nicht. Schade, aber das wäre eine gute Idee. Und dazu probiere ich jetzt mal das Probenset hier. Das sieht man, ist auch ganz toll gemacht. Hier sieht man vorne die ganzen 5 verschiedenen Flaschen drauf. Ja, wie ihr wisst, wir haben ja in unserem Online-Shop nosebehind.com auch Marken, die wir nicht vertreiben. Also das heißt nicht vertreiben, wir vertreiben sie ja im Online-Shop, ja klar. Aber Marken, die wir nicht in unserer Distribution haben, nennen wir es mal so. Wir haben euch schon Mebisu vorgestellt und jetzt ist die zweite Marke da, die wir in unserem Online-Shop haben, aber nicht in Distribution. Warum ist das so? Also der Grund ist, wir können nicht alle Marken aufnehmen in die Distribution. Distribution ist ein größerer Akt mit mehr Aufwand und so weiter und so fort. Das heißt, wir können nicht jede Marke in der Distribution aufnehmen. Aber es sind trotzdem interessante Marken, wo wir es schade finden, dass sie nicht hier am Markt vertreten sind. Und wenn dann kein Distributor da ist und wir die Marke gut finden, dann nehmen wir es in unseren Online-Shop auf. Oftmals vielleicht, wenn sich daraus was entwickelt, kann man später auch mal über eine Distribution nachdenken. Aber das ist Grund. Die zweite Marke, die wir haben, kommt ebenso aus wie die erste Marke, die wir haben, auch wenn sie jetzt namentlich nichts miteinander zu tun haben, aus der Türkei. Die Türkei ist momentan ein sehr starkes Becken von innovativen Parfümeuren, die Marken bringen. Also es kommt sehr vieles daher, ganz viele Marken drängen da auf den Markt. Sicherlich die bekannteste türkische Marke ist Nişane, aber wie gesagt, viele haben es einfach auch dadurch, durch Nişane, ein bisschen diesen, ja, den Gusto gefunden, sich in dem Thema zu witteln. Und wir haben jetzt hier, wie man an der Optik schon fast erkennen kann, die Marke Pastel Parfum. Und wenn ihr irgendwo aus der Kindheit oder auch als Erwachsener noch mit Basteln zu tun hatte, wo man ganze Riesenteile machen konnte, also von 100 Bastelstücken bis 100.000 Bastelstücken, wo man dann, was weiß ich, Wochen dran sitzt, dann kennt ihr diese typische Bastelform. Das ist so also diese typische Form, mit der man eben dann das Bild zusammenstellt und die ist immer so aufgebaut. Und die Idee ist jetzt hier eben praktisch diese Bastelform ins Flakon zu machen. Also es ist ein uniker Flakon, der jetzt so nicht standardisiert gar nicht existiert. Aber es ist nicht nur optisch einfach was Tolles, Bastelteil, jeder versteht es, jeder sieht es, sondern der Flakon hält sich auch gut in der Hand. Also man kann ihn über diese Schiene auch ganz gut halten und man kann ihn auch gut sprühen. Ja, also es ist irgendwie so eigentlich keine verkehrte Sache, das zu haben. Und vorne haben die alle ein Muster drauf, das lackiert ist. Hinten sind die schwarz, wie man sieht, außenrum auch. Haben die alle ein Muster und jeder Duft hat praktisch so ein eigenes Muster, ist so ein bisschen so ein Ornament, auch eine Farbe. Und so schaut jetzt die Box aus, ist auch wiederum hier. Die macht sie auch klappmäßig auf. Dann sind da nochmal so Beschreibungen drin von den Düften, ein Zertifikat. Und hier sieht man, wie der zum Beispiel da drin ist. Das wäre jetzt so das zweite Bastelstück. Also bevor ihr jetzt mehrere kauft und probiert, die ineinander zu stecken, das geht leider nicht. Schade, aber es wäre eine gute Idee, wenn sie einfach könnten ineinander stecken. Das ist leider nicht der Fall. Also so schaut das Packaging aus. Jetzt gehen wir mal zu den Düften. Es sind 5 Düfte. Und dazu probiere ich jetzt mal das Probenset hier. Das sieht man, ist auch ganz toll gemacht. Hier sieht man vorne die ganzen 5 verschiedenen Flaschen drauf. Wir haben also hier praktisch einmal diese hier in der Mitte. Da hatten wir hier diese Daylight hier vorne. Und hier sind die anderen Bastelstücke, die dann da sind mit den verschiedenen Ornamenten. Ganz schöne Box, auch hier wiederum gemacht zum Aufklappen und so weiter. Und es sind die Proben drin. Die Proben sind auch nochmal konfektioniert, auch ganz schön, auch mit dem Muster konfektioniert, wie eben praktisch die Flasche auch dekoriert ist. Jetzt fangen wir mal mit dem ersten an. Und das ist dieser Daylight. Machen wir mal die Probe hier auf. Das Probenset könnt ihr übrigens dann auch bestellen, klarerweise, genauso wie ihr auch Proben bestellen könnt. Das Probenset, in dem Fall ist das Probenset eigentlich schon eine ganz gute Idee, weil es sind 5 Düfte und da kann man die Kollektion testen. Das ist jetzt kein riesen Probenset, wo ich sage, es ist mal ganz viel. So, probieren wir den Daylight. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen so eine, ja, Karamell-Kardamom-würzige Komposition, aber eher so intensiv, opulent, stark. Also wenn man jetzt die Linie so ganz generell klassifizieren möchte, ist es schon eher so, ich sage es mal, in der schwereren, stärkeren Liga mit mehr Ausstrahlung, mehr Opulenz, also schon wirklich so eher nicht so sanft, leicht gehaltene Düfte, schon so richtige Kracher. Der hat eben so, ja, so eine, ich sage jetzt mal, so eine Assoziation, ich würde mal sagen, so würzig, karamellig,
leichte Leder auch dahinter. Bisschen Orientalik, aber eigentlich sonst nicht viel. Sehr schön, kann man super gut tragen, absolut unisex. Das ist jetzt Daylight. Also ihr müsst die probieren, also auf mich braucht ihr gar nicht hören. Es bringt sowieso nichts. Sarkastik, genau, das ist mein Duft. So wie der Mensch, so der Duft. Also schauen wir mal hier, was da drin ist. Gibt natürlich immer Stories dazu, ich weiß. Ich erzähle euch die Stories nicht, ist ganz schlimm. Aber die könnt ihr lesen. Okay. Ja, ich hätte den ersten auch, sagt das, der ist ganz anders. Der ist sehr aquatisch frisch, etwas grün auch in der Konzentration drin. Also ich würde sagen, aquatisch frisch grün, ohne besondere Würze, so ein Freshy, aber eher in diese grün-aquatischen Noten. Also sehr viel grün, aber eben so, sag ich mal, so eher so ein Vetiver-Grün, nicht so ein Apfel oder sowas grün. Also nicht fruchtig, auch so ein klassische DNA, die man schon so kennt irgendwie, nicht unüblich. Also ich sage es mal ganz im weitesten Sinne, also bitte nicht nie das immer für ernst nehmen, weil das ist immer nur so kleine Assoziationen, so ein bisschen in die Richtung 1872 von Clive gehend. Also mit jemand, wenn er jemanden kennt, damit er ungefähr da was weiß. Der nächste ist Purgatory, das kann ich nicht richtig aussprechen. Was es bedeutet, weiß ich schon erst recht nicht, aber gut. Mr. Google könnte das jetzt alles lösen, aber der ist nicht hier. So, dann schauen wir mal, wie der riecht. Also ich muss sagen, die ganze Kollektion ist schon sehr, also ich sage, okay, warum haben wir sie denn ausgesucht? Wenn sie nichts wäre, hätten wir sie nicht ausgesucht. Also der ist jetzt, ich sage jetzt mal so, pudrig, floral mit einer Süße. Es wäre zum Beispiel sowas, wenn jemand, ich sage jetzt mal, vielleicht den Duft Ton de Neige kennt und so weiter, wo dieses pudrig, vanillige auch da ist. Das wäre so ein bisschen eine erwachsenere Version, ein bisschen mehr Maskulinität, etwas weniger Puder. Aber wirklich eine tolle Komposition. Kann ich mir vorstellen, dass es sehr vielen Personen gut ankommt. Für mich sehr feminin, also ich würde ihn jetzt mal nicht tragen. Aber wirklich schöne Komposition. Pudrig, vanillig, ja, sagen wir so ein bisschen skinny auch. Skinny nicht vom Ding, sondern Fibonacci. Jetzt aber, jetzt wird er ausgeholt. Fibonacci ist ja ein berühmter Wissenschaftler und Philosoph, der unter anderem die Fibonacci-Zahlen gemacht hat und viele andere Sachen auch. Und jetzt schauen wir mal, wie er den Duft hier interpretiert hat mit Fibonacci. Okay, das ist jetzt hier so, ja, ich sage jetzt mal so eine, schwer zu sagen, es ist so ein bisschen so eine fruchtige, aber eher so dunkelfruchtige Pflaume. Also das ist dunkelfruchtig, Pflaume, Kirsche, solche Sachen, also dünklere Früchte mit einer Würze. Ja, finde ich jetzt interessant, aber das ist so eine DNA, die man halt sehr oft riecht, die man auch schon irgendwie kennt. Ist jetzt nicht so besonders, wenn jemand was sucht, in einer hohen Potenz, mit einer hohen Ausstrahlung, aber so eine DNA, die man schon kennt, ist der sicherlich was. Mir gefällt der jetzt persönlich nicht so gut, aber probieren solltet ihr ihn auf jeden Fall und dafür ist das Set ja eigentlich da. Dann kommt der Lal oder ja, Yal oder irgendwas, L-A-L mit Akzent, wie auch immer das ausgesprochen wird, was damit gemeint ist. So, schauen wir mal den. Proben sind relativ simpel gehalten, aber wie gesagt, das ist eine Probe. Dafür ist die Verpackung ja außen ganz schön und die Probe selber muss ja nicht auch noch mal was haben. Ja, das ist jetzt so eine DNA, die viele Leute nicht mögen, aber andere abholen. Es ist halt voll diese Anis-Fenchel-Richtung. Sehr viel Anis. Also wir haben jetzt sehr viel Anis-Noten drin. Es riecht so ein bisschen wie Pastis, also das französische Aperitifgetränk und so weiter. Oder ich glaube, der Uso ist auch, riecht auch irgendwie so in der Art und Weise. Wenn man so ein bisschen diese Pastis-Note möchte, ist Anis oder sowas mag, ist der richtig. Aber er ist schon sehr dominant in dieser Richtung. Also man muss diesen Anis, diesen Fenchel, diese Sachen mögen. Der ist also sehr speziell, das heißt, da muss man wirklich diese Note mögen. Also wenn ich jetzt sagen würde, die für mich interessantesten sind die ersten drei. Präferenz, wenn ich sagen würde, wenn ich jetzt einen auswählen würde, wäre es auf jeden Fall Sarkastik. Aber wie gesagt, die ersten drei sind absolut alle top. Also probiert das Set und wenn euch ein Duft gefällt, holt aus diese wunderschöne Flasche. Und wenn euch der Duft nicht gefällt, macht auch nichts. Die Flasche ist trotzdem so schön, kann man ins Regal stellen. Ich weiß gar nicht, was die kosten, aber das werdet ihr ja dann auf der Website sehen. Also Basel, unsere neue Marke aus der Türkei, ich glaube sogar aus Istanbul. Schau mal hier, ja. Parfümeur ist so ein Künstler auch, also man muss wirklich sagen, es ist wirklich so eine Handmade-Manufaktur. Viel Spaß beim Probieren.